Die Frage von heute ist, was macht man, wenn man kein Geld hat, um sich religiöse Bücher zu kaufen, beziehungsweise islamische Bücher zu kaufen? Bücher, die einem in der Religion weiterbringen. Und das Gute ist in der heutigen Zeit, dass man wirklich extrem viel über das Internet erlangen kann. Das ist eine Ni'ma von Allah. Ihr müsst euch vorstellen, liebe Geschwister, zur damaligen Zeit, vor Jahrhunderten, war es wirklich so, es gab keinen Buchdruck. Wenn man ein Buch haben wollte, musste man zu dem Scheich fahren und das Buch abschreiben, beispielsweise. Das war damals ein Weg, um Wissen zu erlangen. Subhanallah, in der heutigen Zeit ist es viel, viel einfacher. Ich erwähne das auch, um zu betonen, weil einige Leute, die machen die Situation der heutigen Zeit immer so schlecht, als wenn, ja, früher war alles viel, viel besser und früher und früher. Es gibt immer Vor- und Nachteile, aber ein großer Vorteil, den wir heute haben, ist, dass das Wissen praktisch überall auf einfache Art und Weise zu bekommen ist. Es wäre selbst vor 100 Jahren wäre es ein Traum gewesen für Leute, die Scheich werden wollen, die sich islamisches Wissen aneignen, die islamisches Wissen, sich islamisches Wissen aneignen wollen. Es wäre für sie ein absoluter Traum gewesen, nur ein Hundertstel von diesen Büchern auf so eine einfache Art und Weise erhalten zu können wie in der heutigen Zeit. Selbst auf Deutsch gibt es, mashallah, so viele Bücher. Es wäre ein Traum für mich gewesen, im Jahre 2001, also vor circa 17,5 Jahren, wenn ich so viele Bücher hätte erhalten können. Ich habe damals auf englische Bücher zurückgegriffen, weil es im deutschen Sprachraum ganz wenig gab. Zumindest im Vergleich, wenig ist ja immer relativ. Zumindest im Vergleich zu heute. Ich würde sagen, heute gibt es vielleicht 100-mal mehr Bücher als zur damaligen Zeit, als ich Muslim geworden bin. Würde ich jetzt mal so schätzen. Vielleicht verschätze ich mich da auch jetzt total, aber das würde ich tatsächlich. Vorträge im Internet, ihr müsst euch vorstellen, als ich den Islam angenommen habe, es gab keinen, ich kann mich jetzt nicht an einen einzigen deutschsprachigen Vortrag im Internet erinnern, den es damals gab. Und deswegen habe ich damals mir die Vorträge auf Englisch angehört, insbesondere von Dr. Bilal Phillips. Und habe mir dann eine Satellitenschüssel gekauft, um den Kanal Iqra und Sharika zu bekommen, weil dort Dr. Bilal Phillips und andere englischsprachige Schuyuch gekommen sind, regelmäßig, und Vorträge gemacht haben. Und das ist auch etwas, was mich dazu bewegt hat, Unterricht auf deutscher Sprache anzubieten, weil ich selber das nicht erlebt habe. Weil ich das selber nicht erlebt habe, weil die Muslime das leider, und dann müssen sie die Kritik ganz klar nehmen, das jahrzehntelang verpasst haben, für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Es gab einige Moscheen, wo das gemacht wurde, aber das war sehr, sehr wenig. Sehr, sehr wenig. Die haben natürlich keine Schuld, aber vor allen Dingen damals in der Zeit, wo ich den Islam angenommen habe, war es so, dass hier in meinem Umkreis, also im Köln-Bonner Raum, kannte ich zwei Moscheen, wo die Chutba auf Deutsch übersetzt wurde. Zwei Moscheen kannte ich im Köln-Bonner Raum. Es kann natürlich sein, dass es andere gab, die mir nicht bekannt waren. Das war die Masjid Abu Bakr im Höninger Weg in Köln und Masjid al-Muhsinin, ich glaube Schwarzer Weg oder Schwarzweg in Bonn-Beul. Da wurde die Freitagspredigt auf Deutsch übersetzt. Ansonsten gab es damals keine Übersetzung auf Deutsch. Zumindest nicht, dass es mir bekannt gewesen wäre. Aber deswegen sind wir manchmal extra nach Bonn gefahren, um die Freitagspredigt dort mitzubekommen. Und ich bin extra nach Köln in die Südstadt gefahren, in der Nähe vom Barbarossaplatz, um dort die Freitagspredigen mitzuerleben. Und das ist natürlich ein riesengroßes Problem. In der heutigen Zeit, selbst das ist ja jetzt noch nicht, das sind jetzt noch nicht mal 20 Jahre her, hat man viel bessere Möglichkeiten, Bücher und Wissen zu erhalten. Das erstmal dazu. Das heißt, selbst wenn man sich keine Bücher kaufen kann und kein Geld dafür hat, kann man sehr, sehr viel im Internet über Vorträge, PDF-Dateien und so weiter runterladen. Aber für jemanden, der ein richtiger Talibul Ilm sein will, der braucht meistens eine große Bücherei, um zum Beispiel auch
Dinge nachzuschlagen, nachzuforschen etc. Und hier gibt es eine Regel, dass wenn er kein Geld hat, um sich das zu kaufen, kann das von Zakat genommen werden. Tulabul Ilm, Leute, die Dawa machen, können Zakat bekommen. Das ist etwas, was der Imam al-Ghazali, rahimullah, beispielsweise sagt. Und auch religiöse Bücher können von Zakat bezahlt werden. Weil im Endeffekt ist auch der Sinn dahinter, dass das für die Allgemeinheit der Muslime ist. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Ja? Der Talibul Ilm, der soll nicht mit dem Bewusstsein lernen, er lernt das nur für sich. Der Prophet ﷺ hat gesagt, خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Der Beste von euch ist der, der den Koran lernt und lehrt. Nicht nur der den Koran lernt, sondern lernt und lehrt. Und der Prophet ﷺ sagte, مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز ثم لا ينفق منه. Das Beispiel von demjenigen, der Wissen lernt und es nicht weitererzählt, ist wie das Beispiel von dem, der einen Schatz hat und davon keine Sadaka, keine Spende gibt. Deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala euch allen helfen, nützliches Wissen von der Religion zu erhalten. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.